Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen auf dem Hot Rock Kanal. Diesmal haben vier Kinder und ich vier Scherzfragen für euch vorbereitet und zwei kleine Witze. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. In 3, 2, 1 geht's los. Was macht ein Dalmatiner an der Kasse? Nein. Okay, sag mal. Punkte sammeln. Ah! Hab ich nicht gedacht. Was ist braun, liegt unter der Erde und stinkt? Was könnte das denn sein? Die Furzel. Daran hätte ich gar nicht gedacht. Ach so, echt? Jetzt eine Frage. Was liegt zwischen Berg und Tal? Ein Stein? Nein. Der Aufstieg? Nein. Das Haus von Professor Einstein? Nein. Nein, das sind zwei Steine. Hört noch mal ganz genau zu. Was liegt zwischen Berg und Tal? Was? Das N? Okay, sag's mal bitte. Und. Ach, und. So. Was ist klebrig und wandert in der Wüste? Schwer. Das weiß ich nicht. Klebriger Sand. Nein. Ein Pferd, was klebrige Füße hat. Das weiß ich nicht. Okay. Ein Karamell. Ach so. Hüpft ein Hase die ganze Zeit an einer Schlucht entlang und sagt 40, 40, 40. Da kommt ein Bär und fragt, warum sagst du denn 40? Da schubst der Hase den Bär nach unten und sagt 41, 41, 41. Der war ja fies. Ein Mann kommt in ein Zugabteil. Da sitzen schon zwei Männer und er fragt, ob er sich dazusetzen darf. Die Leute sagen, ja, klar. Nach einer Weile fangen die zwei Männer im Zug an, sich gegenseitig Zahlen zu sagen. Der andere lacht dann, also so ungefähr. 14. Der war gut, ja. Ich kann einen. 70. Nach einer Weile fragt der Mann dann, warum lachen Sie denn immer? Ich verstehe dabei nichts. Da sagt der eine Mann, naja, wir kennen uns schon so lange. Wir haben alle Witze durchnummeriert. Da fragt der Mann, ja, kann ich das auch mal versuchen? Die Männer sagen, ja klar. 18. Keiner lacht. 15. Wieder keiner lacht. Dann fragt er, warum lacht ihr denn nicht? Die Männer sagen, naja, es kommt halt drauf an, wie man die Witze erzählt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Hot Rockt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.